25 Jahre Hamburg-Burg. Wir sind euch als ganz herzlichen Dank für diese Treue. 13 Jahre Blasorchester der Stadtwerke Krefeld. Montag, ebenso seit die Vorhandenführung bekannt und Dirk Uwe.
die Königswache Bettrath, angeführt in die Königswache von dem Major 1 zu 0, die seit mehr als 50 Jahren in der Hobby ist, an seiner Seite am Feld in unserem Spiel zum Bundeslauf Mario Nikos. Die Königswache Bettrath ist auf jeden Fall ein Minimum-Spiel auf dem Punkt, die wir in der Ausbildung zum Aufzug waren erhöht. Stehen. Ich glaube, das tun sie auch. Das Tambour- und Pfeiferkorps Haaren 1921 und das Blasorchester Original Niederrhein-Musikanten. Die Freunde aus Haaren sind auch schon zum 17. Mal in Folge hier in Bettrath dabei und die Niederrhein-Musikanten zum 11. Mal. Kann eigentlich nur zeigen, dass es denen hier sehr gut gefällt. Original Niederrhein-Musikanten. Der 16. Zug nach Fresenau,
Zugführer Wilfried Peters. Für den dann folgenden 17. Zug brauchen wir natürlich auch wieder Musik. Und die besorgt uns das Trommlerchor Eschweiler und das Blasorchester Musikverein Finnen. Und der erste Zug im dritten Durchgang ist der Bettrather Bummelzug. Zug für Jürgen Stier, Zug für mich einer hier aus Middeldorf, Spieß Wolfgang Knochen. Die Bettrather Schütze, 22 Jahre besteht dieser Zug. Zugführer Ralf Dresden, Zugkönig der Bilder und der Blumenaufträger ist der Luca Klein. Die 1964er Zugführer Flo Kundig, Blumenaufträger Simon Breuchau. Neuer Zugführer ist der Karl Mellinghoff, Gebelschulführer Hans Schmitz, Blumenhorn, Blasdorf, Büchel. Yeah.
zum Immerfreu, zum Führer Jürgen Rippe gab es 1986 und 1988 waren sie im Vorstand der Maria-Männerbruderschaft. Der Zug zur Güte, etwas verspätet, aber dennoch noch dabei. Herzlich willkommen. Ja, wir haben Eisenwetter eigentlich zuständig für die Pünktlichkeit als Zugführer und unser alter Vorstand. Auf Wette können, dass sie wieder als Schnellschützen aufziehen. Vielen Dank dem Hamburger Eschweiler und dem Blasorchester Musikverein Zimmer. Thank you.